Im Gespräch heute ist Marc Sieberts, Geschäftsführer von Mercedes Sieberts in Stolberg. Hallo Marc, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Seit 60 Jahren ist Mercedes hier in Stolberg. Was heißt das? Ja, das zeugt davon, dass wir seit drei Generationen einen guten Job im Dienst der Marke Mercedes-Benz verrichten. Dafür nochmal ein Lob auch an meine Mitarbeiter. Zum anderen zeugt es aber auch davon, dass an dem Standort Stolberg mein Großvater nicht nur vor 60 Jahren Mercedes-Benz installiert hat, sondern schon seit 1927 dort Fahrräder, Reifen, Motorräder verkauft hat. Wir sind quasi eine Institution für Stolberg. Was gibt es denn Neues von der Mercedes-Benz-Front? Dieses Jahr haben wir das Jahr gestartet mit dem neuen CLS. Ja. Wir gehen weiter im März mit dem SLK, der komplett neu überarbeitet ist. Und wenn man sich das Fahrzeug anschaut, die Emotionen der Damen- und Herrenwelt hochkochen lässt, dann geht es über zum neuen Sportcoupé, zur B-Klasse, zur M-Klasse. Das sind so die Highlights für dieses Jahr. Abschließen wird das Jahr mit dem Cabrio des SLS. Seit einiger Zeit verkauft ihr auch Gebrauchtwagen. Wie kam es dazu? Am Standort selber verkaufen wir schon seit längerem Gebrauchtfahrzeuge, aber wir haben gesagt, dass wir für unsere Kunden eine breite Palette zur Verfügung stellen und deswegen kam uns die Idee zu sagen, okay, Gebrauchtfahrzeuge müssen an unserem Standort noch intensivierter angeboten werden. Du bist Mercedes-Händler, heißt das automatisch, dass man auch Mercedes-nah ist? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Man muss heutzutage, sag ich mal, recht offen auch gegenüber anderen Marken sein, aber natürlich hat man eine Vorliebe für die Marke Mercedes-Benz, gerade wo sie seit 125 Jahren am Markt existiert. 125 Jahre Mercedes, was heißt das? Also das ist zum einen ein Jubiläum, was einen Meilenstein generell der Weltgeschichte darstellt. Zum anderen ein Jubiläum, da ich auch im Karneval tätig war und wir jetzt uns gerade im Februar befinden, muss man sagen, dass damals die Gründungsphase von Mercedes was Bedeutendes war und für mich war vor ein paar Jahren die Karnevalssession auch recht bedeutend, weil es ein herausragender Zeitpunkt war. Dass wir unser Gespräch zu Karneval führen, ist kein Zufall. Du warst vor zwei Jahren selbst im Hofstaat und unterstützt immer noch ziemlich viele Vereine, die Öcher Börjewehr, ganz viele Tanzsportclubs. Wie kam es dazu und was macht dir an dieser Aktivität Freude? Also zum Karneval, ich bin nicht der Karnevalsjack schlechthin, aber ein Bekannter von mir war im Hofstaat oder zu Beginn des Thomas Ebert im Hofstaat und hat mich gefragt, ob ich teilnehmen wollte. Und nach Auswahl sämtlicher Hofstaatmitglieder habe ich dann auch gesagt, das wird eine super Truppe und hat auch im Nachhinein riesen Spaß gemacht. Wir hatten eine super Session. Die meisten, die auf der Bühne standen, hatten mit Karneval so eigentlich auch nichts zu tun. Und wir sind da einfach wie, wie soll man das beschreiben, als Nicht-Jack geworden und haben eine Session gehabt ohnegleichen. Die Herren haben sich super verstanden, die Damen haben sich alle untereinander verstanden. Das heißt, das war eine super Chemie. Ja, und im Nachgang von Karneval ist natürlich immer so, dass viele Vereine denken, jetzt muss man da Mitglied werden. Und da habe ich gesagt, ich gehe in keinen Verein, sonst muss ich in jeden Verein rein. Mhm. Ja, und dann kamen die Printen, der Michael Hamacher um die Ecke und meinten so, ey, du wirst Ehrenmitglied bei uns. Und schon war ich im Karnevalsverein. Und wir sponsern nicht nur die Bürgerwehr mit und diverse Standsportvereine, sondern auch hier lokal, hier in Büsbach unseren Karnevalsverein, in Münsterbusch, in Stolberg, in Brand, also alles, was irgendwo näher umliegend ist. Denn Vereinsarbeit heutzutage ist schwer für diejenigen, die aktiv drin sind, das weiß ich, weil ich selber Präsident von der Bundesliga Freizeitfußball hier in Aachen bin mit 50 Mannschaften. Und deswegen brauchen die, wenn es nur eine finanzielle Unterstützung ist, aber das hilft denen schon. Sind ja eine Menge Verpflichtungen und Termine und dann noch den zusätzlichen Job hier. Wie ist dann die Freizeitgestaltung? Hat man überhaupt Freizeit? Man muss sich die Zeit für Freizeit nehmen, weil man kann nicht nur arbeiten. Aber man findet sie, indem man Veranstaltungen besucht, wie jetzt in der Karnevalszeit werden verschiedene von den Printen, von der Bürgerwehr, vom Bäckerball, jetzt beim AKV-Ehrensitzung waren wir da. Ansonsten auch mal ein Wochenende ausspannen, in Städtetour machen und das geht schon. Also bleibt trotz der vielen Termine noch Zeit für ein bisschen Freizeit. Bleibt. Sehr. Dann würde ich gerne noch dein Schlusswort an unsere Zuschauer richten. Ich wünsche mir eigentlich jetzt für alle Jecken eine tolle Session noch. Und schaut doch mal bei uns vorbei. Vielleicht findet ihr irgendwas, was wir im Angebot haben für euch. Vielen Dank.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls.